Drittens, die QMG des Feindes mussten bereits völlig gestürzt sein, bevor die Schlachtschiffe in ihren Erfassbereich eingelaufen waren. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, lief der Verband bei günstiger Wetterlage aus und näherte sich unbemerkt der Hauptgefahrenzone. Der deutsche Störeinsatz wurde für diesen Zeitpunkt in der Form befohlen, dass er schlagartig zunächst die gegen Luftziele arbeitenden englischen QMG eindeckte. Beim Feind wurde so der Eindruck erweckt, dass er mit einem deutschen Luftangriff rechnen müsse. Etwas später erst wurden auch die Seezielortungsgeräte gestört. Die Wirkung war vollständig. Erst nachdem die Schlachtschiffe die Kanalenge bereits hinter sich hatten, wurden sie vom Feind erkannt, und zwar vermutlich durch sich. Wie vollständig die Geheimhaltung und Tarnung der notwendigen Maßnahmen auch gegenüber den Ausführenden war, ergibt sich am sinnfälligsten aus dem Kriegstagebuch einer an dieser Stelle eingesetzten Funkmessbeobachtungseinheit. Und das war damals so. Du, ich glaube, im Hintergrund, da tut sich was. Ach, was soll hier schon passieren? Na, erst gestern haben sie uns einen Geheimfernschreiber montiert. Ohne Grund machen sie das nicht. Gestern der Befehl, dass wir auf Nachtfall der Tag und Nacht Betriebsgar sein müssen und heute der Aufbau von den 8 neuen Sender. Merken Sie was, Herr Oberfeld? Unsere werden wohl mal wieder nach London fliegen. Wir werden es ja sehen. Feldwebel Unterberg. Ein dringendes Fernschreibgespräch für uns.